Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Wir kämpfen gerade gegen unsere nächste Illusion und, joch, das sieht nicht so gut aus. Ich atme mal eben noch ein bisschen was weg, das bringt jetzt auch nicht. Es ist eigentlich auch lächerlich, dass sie dir überhaupt Essen geben, ne? Also es bringt eigentlich nicht viel. Wir haben es immerhin bis in den zweiten Modus geschafft von unserem guten Gegner und schauen dann mal. So, warte, wir brauchen auf jeden Fall die Eisfähigkeit. Ups, das war falsch. Moment, wir müssen es andersrum machen. Wir müssen das einfrieren und auf ihn zurückschleudern. Okay, let's do this. Das müsste ihn jetzt treffen. Oh, oder auch nicht. Okay, ich dachte, es würde ihn treffen. Au, hat es nicht. Nice. Wo fährst du jetzt hin, Link? I don't know. Gut, ich glaube, das war auch schon unser erster Versuch. Ja, das war der erste Versuch. Nein, Mifa, noch nicht jetzt. Oh, kacke, das war leider zu weit weg. Wir müssen es nochmal versuchen. Scheiße, ich habe Mifa aktiviert. Das hätten wir für den zweiten Lauf vielleicht machen sollen, weil jetzt haben wir den ersten Lauf damit verballert. Shit. Nein, das... Was ist das denn für eine Verarsche? Das Ding fliegt auf... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich gestehen. Nein, nein, das Ding ist noch nicht wieder aufgeladen. Oh Gott, was mache ich denn hier? Oh Gott, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt. Okay, warte, wir müssen... Trifft das jetzt oder was? Das muss treffen. Viel zu wenig. What the fuck? Okay. Keine Chance. Link, warum kletterst du jetzt nicht hoch? Oh, Leute, das ist ja Katastrophe hier. Also, der Plan ist, normalerweise diesen Block rechtzeitig einzufrieren. Jetzt dann auf ihn einzuhauen. Dass er den Ganon trifft. Perfekt. Dann haben wir ein kurzes Zeitfenster, wo wir ihn treffen können. Das müssen wir ausnutzen und es auch machen. Oha, und dann macht er irgendwas. Okay. Ich hoffe, er macht einfach das gleiche wieder. Dann haben wir vielleicht eine Chance. Oh, scheiße. Warte, warte, warte. Das machen wir jetzt anders. Und den letzten frieren wir ein. Nein, 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 warum frierst du denn nicht? Ah! Konnte nicht schnell genug das Ding ins Wechseln. Wir müssen das so machen, das geht nicht anders. Den letzten müssen wir einfrieren. Come on. Jetzt. Mist. Let's do this. Nein, 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 nein. Do it. Okay, wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Okay. Wait a second, Leute, wir können das schaffen. Oh, what the fuck macht er denn jetzt? Hey, what the fuck? Wait, 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 we can do this. Oh, wait, wait, wait. We can do this. Schnell, 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 schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Los, 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 los. Go, 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 go. Yeah, we did it, we did it, we did it. Wow, wie geil ist das denn? Das haben wir nur durch Mifa geschafft. Ohne Mifa wäre das nicht möglich gewesen. Alter Schwede. Okay, das hat, ich muss gestehen, wie es ist. Es macht schon irgendwie Spaß. Es ist anstrengend und es ist hart, aber es macht schon Spaß. Holy moly. Ja, das haben wir verdient. Zerekel mal ordentlich. Oh, Gottes Willen. Ich würde sagen, wir haben die zweite Fähigkeit erreicht. Oh, weh, die füllt sich jetzt nicht wieder auf. Das haben wir wohl aber jetzt mal verdient.
Mifas Dingsbums Segen Stufe 2 halte ich jetzt dreimal oder so. Das wäre ja doch nett. Plus die drei Feen. Dann bin ich langsam eine untödliche Kampfmaschine. Okay. Oh, mein Liebling ist wieder da. Hallo. Oh. Hi, Kashiwa. Mhm. Vielleicht ist es kein Zufall, dass wir uns hier getroffen haben. Dies ist der perfekte Ort, um seine Gedanken zu sammeln und natürliche Ideen für ein neues Lied. Und natürlich Ideen für ein neues Lied, nicht natürliche. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereiste und die Geschichten über den Recken der Soras Mifa gehört habe, da möchte ich ihr ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titanen Varuta verbringen, der von Mifa gesteuert wurde. Willst du mir das Lied noch vorsingen? Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Mifa, eine der Recken aus vergangenen Tagen. Höret die Geschichte derjenigen, die Rutas Lenker ward, bevor sie folgte des Recken Pfad. Mifa, die Sora, verehrt überall, sie traf die Prinzessin am Wasserfall. Oh je. Qualität vom Feinsten. So wie ich nun berichte. Los geht's. Was ich noch fragen wollte. Wer sind die anderen vier, die auserwählt worden sind? Der Goronenheld Darok. Der Orni-Krieger Revali. Die Königin der Gerudo Obosa. Und dann noch... Der Ritter mit dem heiligen Bannschwert. Oh. Link. Oh. Ah. Ach Gott. Und dann bin ich auf jeden Fall dabei. Oh, das ist noch klein. Ist das süß. Sidon, beeil dich und komm hoch zu mir. Mifa, ist Sidon nicht noch zu jung? Um Wasserfälle hochzuschwimmen, meine ich. Das stimmt, aber ich muss bald weg und Ruta steuern. Jo, du machst das ein bisschen eleganter als wir, oder? Ach, süß. Na komm. Ach Gott, komm. Das ist ja schnuckelig. Ich nehme dich auf den Rücken, dann kriegst du ein Gefühl dafür. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Los geht's. Oh Gott, der arme Kleine. Ah, ist irgendwie schon cool. Und wie komme ich jetzt da wieder runter? Oh Gott. Hör zu, Sidon. Falls mir etwas passieren sollte, dann kommt's auf dich an. Dann bist du es, der unser Dorf beschützen muss. Versprichst du mir das? Also, der Wasserfall. Willst du es dann vielleicht mal allein versuchen? Also, so in klein mit dieser riesigen Kopf-nach-hinten-Dingsbums-Wulst, wie es man nennt. Wulst ist nicht, ist falsch. Flosse. Sieht das ein bisschen komisch aus bei den Kleinen, ja? Ach, Kashiwa. Hast du gut gemacht. Man sagt, dass sie eine sehr gütige Prinzessin war, doch gelegentlich hat sie wohl auch streng sein können. Wie findest du die Ballade von Mifa? Ich wollte zeigen, wie entschlossen Mifa war. Nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Seit ich die fehlenden Verse ergänzt habe, fühle ich mich viel selbstsicherer. Du bist so stark geworden. Viel stärker als vorher. Mifas Gebet sollte nun noch hilfreicher sein. Ich sehe echt komisch aus, mein Gesicht. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser Stärke Hyrule retten kannst. Und die Prinzessin, die dich im Schloss erwartet. Hoffen wir das Beste.
Ich bin, glaube ich, auch einer der wenigen, die immer noch nicht bei Ganondorf waren. Mifas Gebet Plus enthält die Macht Mifas. Gehen dir die Herzen aus, wirst du mit allen Herzen wiederbelebt, sogar über das Maximum. Diese Kraft lädt nun schneller wieder auf. Jawoll! Die Ballade von Mipha, geschafft. Kashyyyk angeguckt, geschafft. Kashyyyk geknuddelt, geschafft. Komm her. Oh, ist der süß. Er ist einfach so... Warum gibt es immer noch kein Amiibo von dem Biest? Ich verstehe das nicht. Wie kann man denn Nintendo sein und so doof sein, noch kein Amiibo von dem rausgebracht haben? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Aber gut, ist so. Ist so. Vielleicht wird mein Wunsch irgendwann eines Tages erhört, dass ich auch noch ein Kashyyyk Amiibo bekomme. Aber aktuell sieht es erstmal nicht so aus. Gut, damit haben wir das auch geschafft. Ich bin etwas begeistert. Ich sah zwischenzeitlich nicht so aus, als würden wir das noch hinkriegen. Und dann irgendwie hat sich das Blatt doch noch gewendet, aber auch nur wegen Mipha. Jetzt brauchen wir den nächsten. Das heißt, wir gehen ins andere Menü. Gehen auf. Die Ballade der Recken. Und ich würde sagen, als nächstes machen wir uns zu den Goronen auf. Ich habe mal wieder ein bisschen Lust, hier in diese hitzigen Gebiete zu latschen. Lass uns auch ruhig den ganzen Weg hier einmal so lang spazieren. Wir müssen ja eh dahin. Das passt schon. Dann können wir gucken, ob wir zwischendrin noch irgendwas Wertvolles finden. Ein paar Steine zum Zerkloppen und ihr wisst schon, ne? Den Krams halt so. Hier können wir auch das Rhodonit dann nachher sammeln für unsere verbesserte Orni-Rüstung. Gangarten von Pferden. Schritt, Trab, Kanter oder Galopp. Verwende A, um dein Pferd anzutreiben und L, um es zu zügeln. Jawohl, machen wir. Wir brauchen noch diese antike Pferderüstung. Es ist an der Zeit, damit ich Takiro endlich jederzeit zu mir teleportieren kann. Dann wird er auch endlich gehorchen. Na los, hier kommen Lordi. Ein bisschen schneller. Jetzt bin ich wieder gut gestellt, ey. Also nachdem jetzt der vorherige Part zu Ende war, habe ich echt gedacht, oh mein Gott, das wird fürchterlich werden. Aber jetzt inzwischen bin ich wieder guter Dinge. Bis zum nächsten Endgegnerkampf. Abwarten, was das wird. So, dann rüsten wir... Alter, das ist ja immer noch Stufe 1. Können wir da nichts machen? Ich gehe mal wieder zu unserer Lieblingsfee. Denn ich habe das Gefühl, da wird es langsam aber Zeit, mal was zu machen. Wir können ja erstmal zu unserer... Wir können ja mal... Wo ist denn die andere gewesen? Die war jetzt... War die jetzt da? Oder war die da? Hier sehe ich Skelette. Hier war die. Oder doch nicht? Warte mal. Die war doch irgendwo ganz da hinten in der Wüste. Im Sand. Hier war doch Quelle der großen Fee. Und nichts wie hinter. Gehen wir eben nochmal kurz... Doch nochmal dahin. Eben nur mal checken, weil also... Das ist ja... Das ist ja noch überhaupt nicht weiter gedödelt und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was brauche ich denn? Ach, ich glaube, ich brauchte Maxi-Barsche oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Oder von diesen Löschechsen. Aber die könnten wir dann jetzt ja auch mal sammeln. Dann müssen wir uns einfach nur mal so ein Schleichgebräu machen, weil das ist jetzt wirklich ein bisschen arm gerade. Muss ich einfach so sagen, dass da noch so gar nichts passiert ist. Kawakai-Schrein. Ach gut, sieht halt auch doof aus, ne? Ich hatte auch nicht so unbedingt das Bestreben, mich darum zu kümmern, ne? Wo wir schon mal hier sind, nehmen wir gleich ein bisschen Glutkraut mit, ne? Na komm, ich latsch einmal drum rum, wenn wir schon dabei sind. Komm, nimm mit, was geht's, Zitterkraut. Ach, da hinten ist das nicht süß. Na, ihr habt es euch gemütlich gemacht hier im Sand. Joa, ne? So, nehmen wir noch ein bisschen Kraut mit. Das ist auf jeden Fall ein guter Ort, um Kraut zu sammeln. In jedweden Variationen. Gut, guten Tag. Oho! Hallo, na, du bist doch sicher hier, um deine Kleidung verstärken zu lassen, oder? Jetzt kann ich deine Kleidung bis zum Maximum verstärken. Verstärken bitte! So, wie sieht's denn aus? Was können wir denn verstärken? Ja, das brauchen wir nicht. Ich bräuchte das da. Was fehlt uns denn? Löschflügler. Wo gibt's denn Löschflügler? Was sind Löschflügler? Ach, das sind hier so eine, alles klar. Wir brauchen Löschflügler. Das sind Schmetterlinge, die wahrscheinlich da irgendwo rumeiern. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Also Löschflügler, was kann ich denn noch verbessern? Prinzessin Enzian Schleichforelle. 10 Stück für Level 4. Okay, was haben wir noch? Was ich halt gerne verbessern würde, wäre das hier. Und da brauchen wir nur noch Rhodonit. Und Exal von Schwanz Rot. Da haben wir schon mal für 2 was. Das ist ja schon mal gut. Und Rhodonit, jede Menge Rhodonit. Und brauchen wir hier auch noch Exalverschwänze? Okay, wir müssen noch einmal 10 rote Exalverschwänze finden. Das wird wohl nicht das Problem sein. Und halt Rhodonit. Und was wir dann auch noch hochpimpen sollten, soll das hier. Aber da müssen wir Leunen für besiegen. Das seht ihr, jede Menge Leunen. Dafür gehen wir dann eh mal auf Leunenjagd. Das lohnt sich auf jeden Fall auch. Wie sieht es mit der Rüstung aus? Die können wir immerhin schon mal auf die nächste Stufe verbessern. Das sind nur antike Dinger. Das läuft doch. Der ist noch nicht mal Stufe 1, ey. Okay. Ah. Geht doch. Ja, mach mal bitte.
Dein Wunsch ist mir Befehl. Schließe jetzt einfach deine Augen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich bin etwas in Sorge, muss ich gestehen. Oh Gott. Oh, Stufe 2. Okay. Erledigt. Sieht ordentlich verstärkt aus, oder? Ja, versteckt mir bitte. Geht noch mehr antikes Gedönse. Oh, hier die Klamotte an sich geht noch. Gönn dir. Oh, mach mal. Ihre Nasenlöcher einfach nur aufgemalt sind. Ist schon ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Wie atmet sie? Ja, wie atmet sie? Erledigt. Ja, sieht gut aus, ne? Ja, machen wir weiter. Was haben wir denn noch so für Möglichkeiten hier? So, warte. Da, guck mal, hier kämen sogar noch... Oh, hier. Ach so, ja doch, aber geht nur einmal. Die sollten wir auf jeden Fall auch noch maxen, weil die wirklich hilfreich ist, ne? Oh. Doink, gönn dir. Dein Wunsch ist mir Befehl. Da haben wir schon mal den antiken Kram eine Stufe weiter. Muss mal gucken, was man da braucht, um da noch auch auf die nächste Stufe zu kommen. Wahrscheinlich auch irgendwas von Leunen. Leunen sind nachher jetzt das Neue. Oh. Dankeschön. Erledigt. Sieht ordentlich verstärkt aus, oder? Ja, was hast du denn noch so im Angebot? Lass mich mal gucken. Also, was brauchen wir denn jetzt für... Ach, die kann ich auch noch verstärken. Das ist ja cool. Hier, Stufe 3 wäre drin. Antiker Reaktorkern 5. Alter Schwede. Na egal, besser als erstmal nichts. Wir fangen mal an, die eben noch weiter zu machen. Also erstmal den Brustschutz an sich. Gönn dir. Dein Wunsch ist mir Befehl. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Oh. Wir brauchen Löschflügler. Jede Menge. Oh Gott. Oh Gott. Das war fürchterlich. Fertig. Und ich muss ganz sagen, es ist wirklich gut gelungen. Ja, ja, mach mal weiter. Geht auch noch mehr. Hose vielleicht noch. Ja. Antike Beinschutz geht noch. Danach ist, glaube ich, aber Schluss. Ja, dann fehlen uns wieder antike Reaktorkerne. Zwei Stück. Na gut. Ist nicht so schlimm. Gruselig. Rams. Da-da-da-da. Na, siehste. Erledigt. Ja, sieht ordentlich verstärkt aus. Noch etwas? Nee, das war's dann erstmal. Okay. Wann wir dir jemals helfen können, komm zu uns. Jo, jo, dann zieh mich mal zurück. Tschüss, wir sehen uns. Bye. Jo, jo, geh du mal erstmal wieder weg, ne? Wir wollen ja auch nicht zu viel Stress haben. Also Löschflügler ist das nächste Ziel. Dafür geht's jetzt erstmal aber zu den Goronen. Spazieren wir gemütlich. Um an Löschflügler ranzukommen, ist es wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns so einen Anti-Hitze-Trank zubereiten und dann in der Schleichrüstung da einfach lang latschen. Dann kriegen wir auch noch ein bisschen von den Löschechsen. Das ist, glaube ich, die beste Methode, die wir da ansetzen können. Latschen wir jetzt erstmal wieder ins Dorf. Da auf dem Weg liegt ja dann auch dieser Schrein, den wir jetzt anschnacken müssen, um zu gucken, wo wir sowieso hin müssen. Und dann gucken wir mal. Sehr schön, auf geht's. Let's go. Löschflügler, ey. Hoffentlich gibt's die hier, aber würde sich ja anbieten, ne? Also, wenn ich ein Löschflügler wäre, dann würde es mich hier geben, in dieser Gegend. Wir gehen auch mal hier jetzt so ein bisschen querfeldein. Nicht auf dem normalen Weg, weil wenn ich ein Löschflügler wäre, würde ich ja auch irgendwo mittendrin rumeiern. Da ist zum Beispiel einer. Das ist 100 pro einer. Also die gibt es tatsächlich hier. Ich komme nur so nicht an die ran, weil ich zu laut bin. Wir müssen dann tatsächlich so ein... So ein Anti-Hitze-Trank uns organisieren. Und dann wird das schon. Was ist da vorne los? Ach, das ist einfach nur... Wertvolles. Rams, Bams, Bams, Bams. Sogar sehr wertvolles. Sehr schön. Rodonit? Oh, ein Topaz. Naja, egal. Besser als nichts. Denn, denn, denn. Na? Löschechsen. Jede Menge Löschechsen.
Also das werden wir wirklich machen. Aber wir müssen uns, wie gesagt, erst dafür equippen. Ist gut, Hahn. Stört euch hier nicht rum. So, ihr hört den Hahnkrähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann kurz an dieser Stelle hier ganz gemütlich und entspannt, nicht gestresst, einen kleinen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Gucken mal, was uns hier für Aufgaben erwarten und beginnen dann auch so ein bisschen Crafting-Zeug zu sammeln. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.